Auf unseren Wiesen, Weiden, Parkanlagen und lichten Wäldern wachsen hauptsächlich widerstandsfähige und sesshafte Süßgräser. Ich erkläre dir die Merkmale der Süßgräser am Beispiel der grünen Borstenhirse. Der Halm, das heißt der Stängel, ist drehrund, hohl und gegliedert. Durch die Knoten wird er in längere und kürzere Abschnitte eingeteilt. Dass der Halm drehrund ist, spürt man am besten, wenn der Stängel zwischen Daumen und Zeigefinger gerollt wird. Ich entferne jetzt ein Blatt vom Stängel. Die langen, schmalen, freien Blätter, man spricht auch von der Blattspreite, besitzen parallel verlaufende Blattadern und der Blattrand ist glatt und scharf. Bei einigen Grasarten so scharf, dass man sich sogar daran schneiden kann, wie vielleicht mancher schon erlebt hat. Der untere Teil des Blattes ist die Blattscheide. Sie umfasst den Stängel bis zum nächsten Knoten und endet mitunter mit dem Blatthäutchen, einem kleinen Fortsatz der Blattscheide, welcher hier allerdings fehlt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com